sagen, Leute, wir sind heute wieder unterwegs. Ich habe den Stein wieder dabei, beziehungsweise er hat mich dabei, weil Morgen. Wir fahren ja mit seinem Bus. Wir haben übrigens neue Vorhänge. Und ja, ausgestattet mit denen. Ach Mensch, jetzt kommt ein Tunnel. So, der Tunnel ist vorbei, wir haben wieder Licht und ja, wo fahren wir eigentlich dieses Mal hin? Ah, wir haben den Plan, dass wir Richtung Südtirol fahren, ein bisschen wandern und dann noch später nach Vorarlberg ein paar Freunde besuchen und dann schauen wir mal, wo wir hinkommen. Ja, das ist mal unser Plan. Ja, wir werden jetzt mal, glaube ich, 5-6 Stunden fahren, mal schauen, wie das so geht hier auf der Autobahn. Ja, heute, wie gesagt, Südtirol, da werden wir, glaube ich, noch den Bergsee anschauen, denn es ist momentan 10:30 Uhr. Ja, also wir haben noch den ganzen Tag Zeit. Wir wollen, glaube ich, 4 Tage unterwegs sein. Deswegen wird es noch mehrere Vlogs geben. Ja, aber jetzt würde ich sagen, schauen wir mal, wo die Reise hingeht und wir sehen uns, Leute. Ihr müsst euch vorstellen, der Bus ist ja schon 23 Jahre alt und er hält sich eigentlich ganz gut. Aber alles, was ich so angreife, wird geputzt, so wie zum Beispiel dieses Teil, was ich gerade jetzt demontiert habe. Ja, super! Das heißt, dass das Teil, mit dem man die Schiebefenster da auf und zu macht, und ja, ich wollte das Fenster zumachen. Und dann halte ich auf einmal das hier in der Hand. Na gut, anscheinend müssen wir es im Baumarkt aufsuchen, denn ansonsten kann man die Fenster nicht mehr schließen und uns etwas Kleber holen, damit wir das wieder an der Scheibe befestigen können. Ja, dann würde ich sagen, reparieren wir das Ganze mal hier. So, alles putzen. So, wir haben jetzt einen Baumarkt aufgesucht und haben uns einen Kleber geholt, mit dem wir jetzt versuchen, das Ganze hier aufzukleben. Nur das Problem ist eben, dass wir hier auf Kunststoff und auf Glas kleben. Somit haben wir uns einen Zwei-Komponenten-Kleber geholt. Wie ihr seht, das Ganze mischt sich erst beim Auftragen. Und ja, damit versuchen wir uns jetzt unser Bestes und hoffen, das Ganze hält. Ansonsten kommt der in unseren Bus, in dem man nur das Fenster aufschieben muss. Der Kleber muss jetzt nach 5 Minuten trocknen, das heißt, wir haben hier nichts zum Befestigen. Somit muss der Stein jetzt halten. Kann ich dir irgendwas inzwischen zerbringen? Nö, du kannst das wegrammen, wenn du magst. Okay, dann räume ich den Müll weg. Wir haben es über die Grenze geschafft. Wir wurden da auch aufgehalten. Unser Bus wurde da etwas genauer unter die Lupe genommen und der Polizist wollte witzigerweise nur was vom Steini hier wissen. Aber naja, wir sind jetzt weitergefahren und ja, unser erstes Ziel ist der Praxer Wildsee und der soll angeblich total schön sein. Deswegen schauen wir da mal hin. Dann ist jetzt schon am Nachmittag und dass wir jetzt eine weitere Wanderung auf uns nehmen, ja, dafür ist es schon leicht zu spät, denn wir wissen ja nie, wie lange wir da wirklich unterwegs sind. Ja, richtig schön hier in Südtirol, richtig viele Berge, weil wo wir herkommen, da gibt es ja nicht so viele Berge, obwohl die meisten von euch wahrscheinlich denken, Österreich sind nur Berge, aber nein Leute, es gibt auch mal etwas flachere Gebiete und ja, da müssen wir natürlich auch noch eine Unterkunft für die Nacht suchen, aber das haben wir noch immer geschafft und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns am See wieder. So, wir haben den See erreicht, aber wie ihr seht, seht ihr keinen See. Denn am See sind richtig viele Menschen, kennen wohl mehrere diesen coolen See hier. Deswegen haben wir uns entschieden, den See als Ausgangspunkt für eine Wanderung zu nutzen. Und hier ist keine Menschenseele, aber man hat einen mega coolen Ausblick
über die ganzen Berge hier. Ja, wir können nämlich auf diesem Parkplatz, wo wir parken, gleich campen, was nicht sehr oft der Fall ist, denn in den letzten Roadtrips hatten wir eigentlich immer die Probleme mit dem Schlafplatz, denn nichts ist schwieriger, als einen Schlafplatz bzw. einen Abstellplatz für den Bus zu finden in einem Gebiet, wo man sich überhaupt nicht auskennt. Ja, das hat sich somit erledigt und somit können wir jetzt heute noch wandern gehen, etwas länger, und müssen uns um das keine Sorgen mehr machen. Ja, wir nehmen hier noch ein paar Meter hinauf in Angriff, um vielleicht noch eine bessere Sicht über dieses ganze Areal hier zu erhalten. Eigentlich haben wir ja gemeint, dass wir heute keine großartige Wanderung mehr unternehmen, aber da wir schon auf dem Weg waren und wir eigentlich den Gipfel da gesehen haben, haben wir uns gedacht, naja, Gipfel ist es nicht, die Gipfel sind noch um einiges höher, aber wie hoch sind wir hier? 2000 Meter. Auf 2000 Meter und wir können sogar unseren Bus von hier aus sehen. Der ist da unten irgendwo auf diesem Parkplatz, auf diesem ja, beigen Fleck dort. Also wir sind schon richtig hoch. Man hat ja auch einen super Überblick über den See und es hat sich schon auf alle Fälle ausgezahlt, obwohl der Weg eigentlich richtig hart hier war. Aber na gut, wir haben ja heute die Zeit ja doch noch, da wir ja keinen Platz für die Nacht mehr suchen müssen. Nur das Problem jetzt ist noch, dass wir das Ganze hier noch zur Retour gehen müssen und das dauert wieder so 2-3 Stunden, denn ja, beim Runtergehen müssen wir, glaube ich, etwas vorsichtiger sein. Wir haben uns gerade gedacht, zum Runtergehen wäre eigentlich so ein Wanderstecken schon cool. Der Steini hat sich auf die Suche begeben und hat da was Tolles gefunden. Super Wanderstecken. Yeah! So, wie ihr gesehen habt, haben wir jetzt noch fein aufgekocht, also so fein es hier ging. Und ja, jetzt müssen wir natürlich noch alles hier putzen und wieder verstauen. Und dann werden wir uns auch schon ja, reinlegen in den Bus. Dann müssen wir noch etwas ja, fertig machen für die Nacht. Wie ihr seht, da drinnen ist noch ja, ziemliches Chaos, aber das werden wir jetzt auch gleich mal machen. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Vlog oder im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut und haut rein, Leute. Ciao. Ciao.